I can feel Tenebrae's presence. Really? It's bright enough to see in here without the blue candle. Must be because Shadow's gone. Blue candle? When Shadow was in this temple, it was pitch black. Without it, we couldn't see a thing. Who cares? Let's go. You know, I'm finding it pretty difficult to warm up to a meal in Ratatosk mode. Sheena. Right, sorry. I know he is a meal. But anyway, come on, let's go. Ah, okay. Tempel der Dunkelheit. Das heißt, hier gibt es bestimmt auch neue Monster. Oh, was bist du denn? Ah, Angst wollte ich gerade mir anhören, aber da bin ich auf das neue Monster zugestoßen. So. Totengräber, Dämon und Kakadämon. Aha. Sieht alles interessant aus, aber es sieht aus wie so ein Kobold verwandelt. Beziehungsweise unser Gremlin. Aha. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Wenn wir gleich aus dem Kampf sind, werde ich mal eben kurz unseren Galenit weiterentwickeln. Emil hat Level 35 erreicht. Sehr schön. Und Terra Level 26. Und Terra kann auch die Klasse wechseln. Perfekt! Jetzt kann ich sogar beide Monster kriegen. Gut. Stimmt, da war ja auch noch was mit blauer Kerze. Ich wusste doch. Aber hören wir uns noch erstmal Angst an. I guess it makes sense that the Temple of Darkness would be so dark. Are you scared? Not scared, exactly. Dark places always make you wonder what might be hiding in them. There isn't much that scares me, though, thanks to all the training I've been through. Sheena, there's something on your back. Ah! What? What is it? It was just a cobweb. Oh, cobwebs, right. Don't startle me like that. That's some training. Einfach nur genial. Aber in der Dunkelheit kann man noch viele Sachen machen. Leute erschrecken. So, wir kommen nach Isolde. War doch, glaube ich, auch eine, ne? Ach, ich gehe jetzt zur Ruine der Treat und dann... Ach, Ruin? Ah, falsche. Na, Treat. Ne, Isolde reicht eigentlich auch aus, ne? Ja, doch, da ist auch eine Katzgilde. Ist mir eigentlich egal, solange hier irgendwo der Katzgilde ist. Genau hier. Da. So, kochen. Einmal für Terra. Emir. Herz ist bei Spieß. Okay, dann geht's los. Haben wir noch genug Zutaten? Ich hoffe mal. Spezialspieße gemacht, sehr schön. Angestickt und erst kann sich zu Fenrir weiterentwickeln. Da haben wir dieses schöne Stück. Sehr schön. So. Jetzt wird unser guter Galenit auch weiterentwickelt. Das Monster, das sich Jean Maurice Gesicht gewünscht hat. Dann schauen wir mal. Spieß, gibt es hier noch was anderes? Wenn nicht. Zucker. Herz, Herz, Herz. Ne, ein Spieß. Okay. Ich hoffe, wir haben noch genug Zutaten. Aber sollte eigentlich passen. Ah, perfekt. Es wird... Also hier habe ich jetzt drei. Ältestendrache, Schattendrache und Lindwurm. Und Jean Maurice hat sich gewünscht, dass dieser Wehrdrache zum Schattendrache wird. Damit haben wir das erfüllt. Und ich muss mich bedanken. Es war eine verdammt gute Wahl. Hammerhart. Jetzt freue ich mich noch so drauf, die beiden in Aktion zu sehen. Haben wir vielleicht noch irgendwie... Nein, haben wir ihn leider nicht. Manuskripte. Hm, schade. Jetzt wollte ich das gerade lesen, aber... Beziehungsweise... doch, da geht's weiter. Ich dachte schon, ist es weg. Grobe Worte. Damn, Alice! How could she do this to Tenebrae? Next time I see her, I'm gonna tie her up and toss her butt into Flannor Harbor. You're too soft. I'd sling a rope around her and hang her from the tops of the Fuji Mountains.
I understand how you both feel, but I can't say I approve of your choice of words. Harsh words are evidence of troubled minds. Okay, then. The next time I have the pleasure of a rendezvous with Lady Alice, I would truly enjoy the opportunity to politely wrap her up with ropes and kindly submerge her in the beautiful waters of Flannor Harbor. Oh, sie ist ziemlich wütend auf sie. Oh, ja, ja. Was soll ich dagegen tun? Gut, auf geht's. Zurück zum Tempel der Dunkelheit. Und dort wird ein paar Kämpfe wieder bestritten. Weil wir die ganzen Erfahrungspunkte brauchen. Mischgummi, ja, war ja klar. Und jetzt schauen wir mal, wie groß unsere Monster oder unser Schattenrache aussieht. Oh, hammerhart. Und eine Fresskiste ist auch noch. Nein. Was ist denn das? Eine Fresskiste? Nee. So. Die werden ja gleich schön Level up kommen. Also auf jeden Fall hat Jean Maurice gut sich überlegt, welches Monster uns im Team beistehen kann. Und ich bin sehr begeistert für die Auswahl. So, komm her. Das Monster will ich haben, aber ich habe jetzt hier keine Chance, aber egal. Irgendwie Finsternis zu produzieren. Egal, aber das kriege ich schon irgendwann hin. So, direkt erstmal auf Level 6 und Level 4. Und Terra hat Rasierklingenklaue erlernt. Und Fähigkeiten sollte ich gleich auch nochmal einschalten. Schade, die leveln nicht gleichzeitig. Das wäre noch optimaler gewesen. Ja, also ich glaube Terra, also hier Galenit braucht schon sehr viele Punkte. Aber gut. Was mit den beiden ist, habe ich auch noch keine Ahnung. Die brauchen, glaube ich, noch ein Weilchen. Gut. Dann wollte ich einmal kurz die Fähigkeiten anschalten. Kritisch 1, Vogelmonster, Vogelmonster 2. KP-Erhöhung, Verteidigung-Erhöhung und freie Gestalt 2. Was ist das? Vorteil gegen Monster mit freier Gestalt. Effektiver als versus freie Gestalt 1. Ja gut, dann haben wir das ja schon mal gemacht. Dann kann ich das eigentlich bei dem auch ausmachen. Genau, Crit und Vogelmonster 2. Sehr schön. Mischgummi wollte ich noch einsetzen. So. Zack. Damit ich das hier aufsammeln kann. Ich muss sagen, der Monster steht da einfach nur rum und will wohl angegriffen werden. So. Er sieht nice aus, ist aber schon stark, aber es ist ein bisschen lahm. Also es braucht schon seine Zeit, bis er zum Monster kommt. Zum Angreifen kommt. Hey! Terra, steh auf! Resurrection! Dankeschön! So, ich wollte einmal hier den Koloss nochmal umnehmen. Zack! Was haben wir jetzt eigentlich für Typen? Wir haben Eis und was? Schattendrache war Finsternis, glaube ich, ne? War das Finsternis? Ich weiß es nicht. Level 8 und Level 6. Und Fähigkeit Finsternis-Element erlernt. Das schauen wir uns doch gleich direkt mal an. Jetzt geht's nur noch hier. Ganz viele Level-Ups. Ist auch gut so. Finsternis, genau. Eis und Finsternis. So, Fertigkeiten hat er. Finsternis-Element. Element-Attribut des normalen Angriffs zu Finsternis ändern. Oh ja. Liebend gerne. Dann nehmen wir mal das raus und das rein. Das können wir nicht mehr. Dann ist das uns jetzt erstmal egal. Dann warten wir noch ab, dass er noch weiter ansteigt in den Levelbereich. Und dann können wir das auch nochmal anschalten. Ich habe auch keine Erinnerung mehr an den Tempel der Finsternis.
3000 Gold kriegen wir. Sehr schön. Und Erfahrungspunkte hole ich mir. Das ist erstmal wichtig, dass unsere Monster wieder stärker werden. So. Zack. Komm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Genau. Was ist das eigentlich für ein Monster? Ein Pandora? Ernsthaft? Die Büchse von Pandora? Die sieht mir echt komisch aus. So, Finsternis. Zweite Begegnung. Finsternis. Haben wir noch gar nicht gesehen. Teufelsrache mit. Blutiges Geheul. Einfach nur genial. So. Macht er jetzt. Wenn er jetzt Angriffe macht. Ich bin jetzt gerade so am Schauen, ob sich irgendwas ändert. Ah ne, wir machen erstmal. Wenn er jetzt. Sonderklinge Elektro. Hat er jetzt irgendwas. Nein. Keine Ahnung. Irgendwie will das noch nicht. Er hat einen Donner. Wer macht denn die Donnerklinge? Wenn er jetzt heilt, wird das dann zum Finsternis umgewandelt? Erste Begegnung, Finsternis. Teufelsrache mit Navigator! Und das war's für ihn. Ja, ja. Level 10 und Level 8. Und die beiden haben Level 28 erreicht. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen noch unten. Ich weiß, dass wir noch so kleine Schatten. What the hell is that? Das sieht auch echt interessant aus. Lamias Haargummi. Ich weiß, dass wir so kleine Schattenbabys noch sammeln mussten. Haargummi müsste was für sie sein. Was ist denn das? Aha. Objekt. Laminas Haargummi. Haarschlaf ersetzt sich zum Zusammenbinden von langen Haaren. Okay, ein Material zum Synthetisieren, wie es aussieht. Was ist das? Na, Todesklinge will ich nicht. Dullahan. Sieht auch recht interessant aus. Leider haben wir nur zwei Finsternis. Schade. Lassen wir es mal so eine Finsternis-Attacke kriegen. Ah, Galenit! Nicht sterben! Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Zack. Haben wir mal getroffen? Nein, ne? Hol ihn wieder. Genau, Resurrection. Und mich heilen. Boah, das war knapp. Das war knapp. So. Ich bin gerade blockiert, kann das sein? Ja. So. Das klappt ja bis jetzt ganz gut. Level 11 und 8, aber... Gut. Dann ist es halt so. Ja. Er bewegt sich nicht. Er scheint kaputt zu sein. Ich habe Feuer, ne? Ja. Hier so ein Phantom. Jetzt muss ich mich erstmal umschauen. Da unten haben wir eine Katzgilde. Und einen Typen. Imitatsfragment. Das ist bestimmt was zum. Ja, zum Verbauen. Ein unbekanntes Material, das durch Magie erschaffen wurde und wie Holz aussieht. Ist aber kein Holz, wie es aussieht. Ich komme da nicht runter. Muss ich vielleicht wieder die Teile wieder anschalten? Was zur Hölle bist du? Alraune und Lamia. Das sieht aus wie eine weiterentwickelte Form von einer Meerjungfrau. Also eine sehr weiterentwickelte Form und... Die haben in den oberen Teil ein bisschen übertrieben. Falls ihr das nicht seht, ist es auch gut so. Zweite Begegnung. Teufelsrache und blutiges Gehorn.
frag mich, was dritte. Was dritte ist. Aber soweit kam es noch nicht. Aber jetzt steigt hier einer nach einem anderen Level auf. Sehr schön. So, wo geht's eigentlich lang? Hier ist eine Truhe. Zitronengummi. Kann ich nicht aufsammeln. Dann halt anders. Einmal kurz auffrischen. Dann kann ich das aufsammeln. Ich kann hier nichts untersuchen. Irgendwas muss ich aber hier machen. Kann ich dich jetzt bewegen? Doch. Okay, ich kann ihn bewegen. Kann ich ihn auch bewegen? Ah, das sind halt nur noch Einzelstücke, die hier noch ganz sind. Um weiterzukommen. Okay. So, ein paar Phantome und alles. Was haben wir denn hier? Totengräber, Todesklinge und Dunnerhorn. Todesklinge sind die hier. Ich dachte, das wäre ein Phantom. Würde eher passen. Halt einmal bitte mal Terra. Und mich. So, und ich sollte verschwinden. Sonst bin ich gleich Geschichte. Zack. Das hat noch ganz gut geklappt. Könnte noch zwei Wasser. Auf jeden Fall werde ich mir auf jeden Fall ausgehen, auch die Monster noch holen. Aber erstmal kämpfen wir. Vielleicht haben wir Glück, dass wir noch in der Aufnahme noch was kriegen. So. Ja, wie du es sagst. Ich kämpfe nicht mehr, das wissen wir alle schon. Und Level erreicht auch 35, sehr schön. Oh. Damn it. I have no idea where the core is without Tenebrae. Too bad the other Centurions don't talk to us the way that Tenebrae does. Bunch of useless twits. By the way, Emil, you've been in Ratatosk mode for a while now. Something wrong with that? Not wrong, really, just... Shh, be quiet. What is it? I hear voices from inside. It just looks like a normal wall. Maybe the sorcerer's ring will open this one too. Doesn't look like it. There must be a switch somewhere else. Okay. Hier ist irgendwo ein Schalter, Geheimtür. Ich wollte aber mal hier gucken. Hier sind, glaube ich, nur... Kann ich nochmal alles auffrischen. Zur Sicherheit. Lotteriegummi? Nein, danke. Die sind mir noch ein bisschen zu teuer. Ach, wir haben genug. Wir haben genug davon. So, hier können wir nochmal kochen, aber Aufgaben sind hier nicht drin. Ja. So, die behalten wir noch. Die behalten wir sowieso. Gut. Dann hören wir uns mal an. Geheimtür. Damn it! What's with this hidden door crap? When I find it, I'm smashing it to pieces. Emil, humans have a saying. A wise head makes a closed mouth. And what's that supposed to mean? I'm not sure. Placing the control mechanism for a secret door adjacent to that door would be of little value. This can only mean that the switch is in a remote location. Oh, I see. But you're using that wrong. My apologies. And what's with the impression of Tenebrae anyway? I miss him. Then we'd better stop wasting time and find the real thing. Yeah. Oh, wird ziemlich grob. Einfach mal das wegschieben. Oder musste ich da runter? Keine Ahnung. Das hat sich doch ein bisschen verändert. So wie das hier. Kann ich hier irgendwas machen? Nö.
Da ist definitiv das mit dem Licht, was ich brauche. Bestimmt. Oh, sieh an. Ein Schlafband. Doch, erstmal gucken, was es ist. 30%ige Chance, Schlaf zu verhindern. Und leichter Finsternis wieder schon. Aha. Interessant. So. Habe ich jetzt irgendwas bewirkt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, wo die ganzen Dinger sind. Warte mal. Ja. Da war doch was. Ich muss schon sagen, das hat doch Ähnlichkeiten mit den Augen. Irgendwas hier unten. Eine Kiste, die mich gerade verfolgt. Oh, was ist das denn? Da ist eine Lampe. Aha. Das habe ich auch schon gemerkt. Hier haben wir nur eine blöde Kiste. Trank des Lebens. Da ist aber eine Tür, die zu ist. Und jetzt muss ich gegen die Kiste kämpfen. Da bleibt mir nichts übrig. Egal, aber das kriegen wir schon hin. Oh ja. Definitiv. Ein guter Trainingsort für uns. Oh, oh, oh. Das tat jetzt weh. Wir haben gerade einen Trank des Lebens bekommen. Dann schmeißen wir das rein. Und ich muss das mal verschwinden. Komm, Galenic, du schaffst es. Heil uns. So. Heal, heal, heal. Sehr schön. Und dann erlegen wir sie. Zack. Das war's. You're so amazing. Shut up. That was nothing. I love the way you said that. Ah, ja, ja. Lassen wir das mal in Ruhe. Gut. Ich sehe, die Zeit ist mal wieder so weit, dass wir leider aufhören müssen. Leider. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Tales of Symphonia Dawn of the New World in den Tempel der Finsternis. Und mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich bin selbst gespannt. Also, vergesst nicht, Kommentare zu schreiben. Wenn ihr ein Monster haben möchtet, dann macht es wie Jean Maurice. Ihr sagt mir, welches Monster es ist und was für Entwicklungsstufen es haben soll. Dann werde ich es mir besorgen oder vielleicht, falls ich es schon habe, werde ich es dann, dann auch mit im Team nehmen und das dann mittrainieren und dann auch auf Stufen und auf Leveln und entwickeln und so weiter und so fort. Alles Mögliche. Okay, das war's dann jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.